In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz stellte der SC Preußen Münster am Dienstag einen Neuzugang vor, hinter dem der Verein schon seit 2011 her ist. Markus Piosek wechselt vom Rivalen VfL Osnabrück an die Hammerstraße und macht gleich klar, wohin der Weg führt. Ich hoffe in Liga 2. Also das soll das Ziel sein, wenn du hier letztes Jahr Vierter wirst und die Mannschaft bleibt so zusammen. Schon vor 2 Jahren wollte man das Talent, das in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet wurde, zum SCP bewegen. Damals habe ich mich für was anderes entschieden und da war es ja auch hier damals Regionalliga. Und man muss ja schon sagen, dass Preußen Münster sich ja einiges über die Jahre aufgebaut hat. Mit den Lila-Weißen war der 23-Jährige in der vergangenen Drittligasaison auf dem 3. Platz und damit einen vor den Preußen gelandet. In der Relegation scheiterte der finanziell angeschlagene Club dann aber an Dynamo Dresden. Kein Wunder also, dass Sportvorstand Carsten Gockel aktuell zum nördlichen Nachbarn schaut. Und da war der VfL natürlich auch einer, oder hat zumindest auch einige Spieler in seinen Reihen, die sportlich sehr interessant sind. Wenn die Jungs da im Moment für sich eine andere Situation eben wahrnehmen, es gibt dort die eine andere Schwierigkeit auch, was die Saisonplanung angeht. Erheblichen Anteil am beinahe Aufstieg des VfL hatte Piosek mit seinen 8 Toren und ebenso vielen Assists. Seine Fähigkeiten sind in Münster daher gut bekannt. Ist er wirklich offensiv, hat er eine Qualität, er macht Tore, er kann Tore vorbereiten, ist immer ein Unruheherd im vorderen Bereich. Er spielt natürlich auf der Außenbahn, er kann das rechts, aber auch genauso gut links spielen. Und ist da halt ein sehr, sehr engagierter, sehr torgefährlicher Spieler, den man schwer ausrechnen kann. Und das wird natürlich auch all den Spielern zugutekommen, die im ganz vorderen Bereich spielen. Besonders kann sich Piosek auf ein Wiedersehen mit Matthew Taylor freuen. Der US-Stürmer und der gebürtige Lippstädter verstanden sich in Aalen vor 3 Jahren auf und neben dem Platz blendend. Ja, ist ein guter Junge, ein super Spieler, kann uns definitiv weiterbringen. Und ich freue mich, dass er hier ist. Wie den Fans der Wechsel ausgerechnet vom verschmähten VfL wohl schmeckt. Wenn der neue Mann seinen Worten Taten folgen lässt, dann wird das eh kein Thema mehr sein, denn dann geht's in Liga 2.